Einen wunderschönen guten Tag, liebe Webinar-Teilnehmer zum heutigen Workshop hier bei JFD. Ich freue mich ganz besonders, den Auftakt hier mal bekannt zu geben mit noch keiner neuen Reihe, aber mit einem neuen Partner hier rund um JFD. Der liebe Sebastian ist uns sozusagen zugestoßen. Ich kenne ihn schon einige Jahre, freue mich auf jeden Fall, dass wir hier jetzt endlich mal in die Action gekommen sind und auch natürlich an seinen Kenntnissen teilhaben dürfen. Denn der Sebastian ist, und der eine oder andere wird die Vita wahrscheinlich gelesen haben, schon seit einiger Zeit finanzmarktaffin, hat auch einen eigenen Programmierungsservice, Schrägstrich hier auch ein ganz tolles Tool entwickelt, das wir uns heute sozusagen im Detail anschauen wollen. Denn klarerweise die Headline "Erstelle automatische Handelssysteme ohne Programmierkenntnisse" ist sicherlich dem einen oder anderen nicht ganz geheuer, ist vielleicht auch Fragen aufwirft. Und das ist genau das, worum es geht. Wir wollen die Fragen lösen. Wir wollen hier auch natürlich den Blick öffnen für neue Möglichkeiten, gerade im Rahmen der wirklichen Ausnutzung der Funktionalitäten rund um den MetaTrader. Und ich rede schon los und wollte aber erstmal abgefragt wissen, ob ihr den Slide sehen könnt und mich auch hören könnt. Das bitte mal kurz im Chat bestätigen und dann können wir dann auch gleich in die Action übergehen. Der Raum füllt sich, zu Recht will ich meinen, aber wir wollen natürlich auch hier keine Zeit verlieren und am Ende des Tages natürlich den Content liefern, für den ihr heute hier seid. So dann, klarerweise, wenn wir in die Live-Action übergehen, sollten, heute bin ich mir nicht sicher, ob wir den Live-Chart überhaupt da zu Rate ziehen. Wir werden zwar den MetaTrader sehen und das ist schön, dass auch der Sebastian da natürlich unsere Handelsplattform Nummer 1 gegenwärtig noch hier darstellt, ins Bild schiebt. Dennoch aber natürlich immer klar, keine Handelsempfehlungen und dergleichen. Falls ihr hier oder da Trading-Ableitungen finden solltet, wolltet, dann müsst ihr das natürlich immer mit eigener Verantwortung tragen. Jetzt will ich mal kurz schauen, ob der Sebastian schon da ist. Ich werde jetzt mal den Mikroslot freischalten. Lieber Sebastian, schau mal, ob du dein Headset sozusagen aktivieren kannst. Jetzt Ja, müsstest du bis grün jetzt auf sein. grün. Hörst du Da mich? bist du zu hören, in wunderbarer und klarster Weise. Sei gegrüßt, Sebastian. Sehr schön, sehr schön. Ich danke dir, Christian, für die Einleitung. Ich freue mich natürlich heute vor so einem zahlreichen Publikum das Webinar halten zu können. Super. Dieses Webinar ist für mich Premiere. Ich mache auch zum ersten Mal mit Christian dieses Webinar und freue mich natürlich drauf. Super gut. Also ich denke, wie gesagt, die Premiere, dass wir das zusammen machen, ist wirklich schon überfällig, wie ich meine. Also insofern klasse, dass wir es geschafft haben. Klasse, dass du dich auch bereit erklärst, eben hier uns dein Wissen zu teilen. Und wenn es gut ankommt, wovon ich ausgehe, wird das auch nicht das letzte Webinar gewesen sein. Beziehungsweise wir planen dann natürlich auch schon das ein oder andere, um natürlich hier auch weiter den Mehrwert zu bieten und letztlich eure Profitabilität im Handel auch zu stützen. Und da bin ich auch sehr gespannt, um das Tool, was ich natürlich schon ein Stück weit kenne, vom Sebastian heute hier sage ich mal, geführt zu wissen. Und dann wollen wir doch mal sehen, was wir da rausholen können. In dem Zusammenhang, lieber Sebastian, würde ich jetzt gleich dann mal sozusagen dir die Moderatorenrechte geben. Du brauchst eigentlich nichts tun, bis auf das dann bei dir praktisch eine Anzeige auftaucht nach dem Motto, wählen Sie Ihren Bildschirm aus. Das heißt, dann wählst du einfach den Bildschirm aus, der für dich, wenn du jetzt mehrere hast, Bildschirm 1, 2, 3 oder 4, wie auch immer, in Frage kommt, wo du dann praktisch ja abgefilmt haben willst. Und das ist dann der Bildschirm, wo du konsequent das ganze Webinar sozusagen bis zum Schluss die Also, wenn Zuschauer ich nur und einen mein Bildschirm Fokus. habe, ist es jetzt ja nicht Problem, oder wie? Dann Nee. ist es nicht das Problem. Nein, nein, nein. Dann passt das soweit. Also pass auf, liebe Teilnehmer, nicht wundern, jetzt geht mein Bild wahrscheinlich kurz weg. Und jetzt ernenne ich den Sebastian nämlich zum Moderator. Und da sehe ich auch schon dein Autocreator-Bildschirm. Sehr Genau. schön. Siehst Alles du zu das sehen? Terminal? Terminal sehe ich auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles zu sehen. Also dann würde ich sagen, liebe Teilnehmer, ihr könnt das mal kurz bestätigen, aber vom Rainer, Heinz, Willi, da war ich schon gut zu hören und ich sehe auch die Ausschläge grün, Bildübertragung da. Insofern bin ich guter Dinge. Ich würde sagen, hey, die 5 Minuten sind schon rum, die Zeit verrennt wieder geschwind. Deswegen würde ich dir jetzt das Zepter übergeben, lieber Sebastian. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Auftakt, uns viel Spaß, lehrreiche Minuten bis knapp eben eine Stunde. Und wenn es Fragen gibt, mal ganz kurz, Sebastian, willst du die zwischendurch gestellt haben oder gesammelt? Ich werde, glaube ich, mal nach einem Beispiel oder so die ersten Fragen dann abarbeiten. Okay. Wenn dann
Dann würde ich sagen, nach dem Beispiel, dann, wenn du Fragen stellst, kann ich ja mal gucken, ob da Ich sag dir Feedback dann kommt. Bescheid wegen den Fragen, dann Genau. können wir nochmal ein paar durchgehen. Genau. Jetzt sehe ich gerade, Marco hat keinen Ton. Kurz mal bestätigen. Ich denke, das ist ein lokales Problem, weil, wie gesagt, bei mir sind die Ausschläge alle grün, was ich so deute, da das ja, wie gesagt, schon Daily Business ist, dass das alles läuft. Maria, gib mir gerade Feedback. Wir haben auch Damen am Start übrigens, Sebastian. Maria hier auch interessiert an dem Workshop. Insofern Ton okay, freut mich. Also, lange Sehr Rede, schön. kurzer Sinn. Gehen wir in die Action über und wenn es Fragen gibt und dergleichen, dann bleiben wir einfach bilateral da im Gespräch. Und so dann gehört die Bühne dir. Bis dahin. Danke dir. So, das Webinar ist also für mich Premiere jetzt. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt in einer Stunde schaffe, aber ich hoffe mal, dass der Sinn und also das Prinzip dieser Software klar wird, ne? Auch wenn jetzt nicht alles gesagt werden kann. Ansonsten müsste man halt gucken, ob man dann nochmal ein zweites Seminar macht, oder ob ich dann den Rest per Video zustelle. Gut, also der Autocreator. Was war der Gedanke hinter diesem Autocreator? Ich selber habe immer ziemlich viele Handelssysteme selbst hergestellt, aber das Problem ist halt gewesen, das kostet alles relativ viel Zeit. Und vor allen Dingen, wenn man diversifizierend handeln möchte, das heißt, man hat eine bestimmte Grundidee und jetzt möchte man davon mehrere Versionen haben, die dann quasi in der Praxis letztendlich dafür sorgen, dass ich halt meinen Drawdown kletten kann und auch herausfinden kann, welche Form dieser Strategie funktioniert. Dafür dachte ich mir, entwickle ich eine Software, die mir das alles automatisch macht. Dann dachte ich mir, das kann ich eigentlich auch für den Kunden anbieten, weil ich hier das auch so machen kann, dass es relativ in der Bedienung her einfach ist, ne? Und dass man schon relativ leicht, ohne viel selbst nachzudenken, eigene Handelssysteme bekommt. Das heißt, es ist eigentlich nicht nur ein Programm, das dafür zuständig ist, dass man ein System erstellt, es stellt dieses auch automatisch, also quasi nicht nur ein automatisches Handelssystem, sondern dass es halt automatisch dieses automatisch erstellt. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber heute habe ich ja auch viele Beispiele, wo wir sehen können, dass da was wird. Gut. Also, es ist auch besser als ein Expert Builder, steht hier. Der Expert Builder ist halt das, wenn man selber herangeht und sagt, so, ich möchte jetzt zum Beispiel den RSI haben, der soll kleiner 30 sein, dann gehen wir long und wenn er über 70 steigt, gehen wir wieder raus. Dann haben wir da vielleicht ein paar Money Management Sachen, also andere noch, aber man muss ja trotzdem noch selber dahergehen und diese ganzen Eingaben vorgeben. Das muss man mit dem Autocreator nicht mehr. Ich habe auch eine Software, die diesen All-in-One, also ich nenne das den All-in-One. Dieses All-in-One kann quasi das, was ich eben erklärt habe, dass ich quasi mit eigenen Vorgaben etwas erstelle. Der Autocreator macht dieses automatisch. Gut. Was ist ein Expert Builder? Habe ich eigentlich schon beschrieben. Man erstellt im Prinzip ein eigenes automatisches Handelssystem mit eigenen Vorgaben und Bedingungen. Der Sinn der Sache ist, dass man hierbei keine eigenen Programmierkenntnisse benötigt. Und dass ich dieses als Form des All-in-Ones besitze, das habe ich gesagt. Das ist aber nicht Thema dieses Webinars. Der All-in-One ist übrigens schon sehr alt. Also den habe ich, glaube ich, vor circa knapp 10 Jahren erstellt, während der Autocreator sehr, sehr jung ist. Was macht der Autocreator nun besser? Man muss die Bedingungen und Regeln, die man in einem herkömmlichen Expert-Builder eingeben muss, nicht mehr selber bestimmen. Wenn man will, kann man auf der anderen Seite allerdings auch in alles Mögliche eingreifen. Zum Beispiel Handelszeiten, Größe der Perioden, antizyklische Bestimmung, Anzahl der Filter. Also es gibt ganz einfache Stufen, aber ich kann dann auch Schritt für Schritt selber bestimmen, wie ich quasi diese Vorgaben vorgeben möchte, die der Autocreator dann quasi schluckt und dann wirft er dementsprechend Systeme aus. So, eins der wichtigsten Argumente, das, was ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ist die Diversifikation. Das heißt, ich möchte viele Systeme haben, die auf unterschiedlichste Art und Weise handeln und dann zum Profit führen. Man muss jetzt nicht sonst wie viele Systeme bauen, wenn man das möchte, bleibt ihm das letztendlich selbst überlassen. Das Wichtige ist allerdings, wie auch hier steht,
Man kann hier 50 Systeme locker gleichzeitig laufen lassen. Das zeige ich nachher auch im Beispiel. Normalerweise kennt man das ja, dass man im Terminal immer seinen neuen Chart aufmacht, ne? Dann irgendeinen Indikator drauflegt oder einen Experten drauflegt. Das wird hier deutlich beschleunigt. Das zeige ich dann nachher noch in einem Beispiel. So. Man kann auch zyklische und antizyklische Systeme gleichzeitig verwenden. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, man könnte quasi in jeder Marktphase Gewinne machen, ne? Die beiden müssen natürlich dann für sich alleine gesehen auch funktionieren, kletten dann aber auch nochmal den Drawdown. Gut, zum nächsten. So, was behandle ich heute? Quasi die verschiedenen Grade oder auch Stufen, wie ich halt diese Vorgaben vorgebe, um zu Handelssystemen zu kommen. Da habe ich im Prinzip jetzt hier 5 Stufen. Einmal Entwicklungsstufe 1 und die NAFNAMs, dann Entwicklungsstufe 2 und MC. Da kann ich quasi das entwickelte System nochmal verbessern, wenn mir das gefällt. Meinetwegen, man hat sehr viele Trades bekommen, aber der Profitfaktor passt noch nicht. Meinetwegen 1000 Trades im Jahr und wir hätten einen Profitfaktor von 1,3, geht quasi so langsam nach oben. Und man möchte jetzt meinetwegen noch bessere Systeme draus machen, dann wären hier Entwicklungsstufe 2 oder MC durchaus sinnvoll. Gut, was haben wir noch? Als nächstes den erweiterten Modus der Beimischung. Und dann geht es ins Spezifische und dann kann man noch Strategien davor stellen. Da will ich jetzt nicht unbedingt so genau drauf eingehen, weil ich so oder so nochmal per Beispiel drauf eingehe. So. Gut, wie spät haben wir es? 15:13 Uhr. Na, wir sind eigentlich ganz gut im Plan. Gut, erstes Beispiel. Um einfach mal zu sehen, was der Autocreator überhaupt macht, verwenden wir jetzt den Euro-US-Dollar M30, das ist der Chart, und machen einen Backtest seit Anfang 2019. Das muss halt jetzt sehr schnell gehen, ne? Deshalb kann ich jetzt hier nicht von 2000 oder 2010 beginnen, weil dann würden wir jetzt keine Ergebnisse kriegen. Oder nur wenig Ergebnisse. Gut, im Hintergrund werden Ausgangseinstellungen mit Hilfe der NAFNAM geändert, ohne dabei selbst wissen zu müssen, was diese bedeuten. Also ich habe da 20 verschiedene Nummern entwickelt, die quasi die Grundeinstellung dieser Entwicklung verändern. Und so erhält man immer unterschiedliche Systeme, also unterschiedlich charakterisierte Systeme. Der einfachste Weg war, ich hätte gesagt, NAFNAM 6. Wir wählen irgendeine NAFNAM. Wählen hier oben Optimierungsstufe 1. Also wir legen vorher natürlich den Indikator auf den Chart, die beiden. Das ist einmal die SIS-Übersicht und einmal die Navigation. Da sei auch gesagt, dass das hier nicht unbedingt eine Anleitung ist für den Autocreator, sondern ich möchte nur den Sinn und was er halt macht darstellen, ne? Deshalb kann ich jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Button oder jeden einzelnen Haken eingehen. Gut. Dafür gibt es übrigens auch Videos. Falls ihr dann Fragen habt, könnt ihr nach einem Video fragen. Da ist es nochmal genauer erklärt, genau wo vorgehe. Gut, okay, wir haben die Optimierungsstufe ausgewählt, die NAFNAM auf 6. Und jetzt sagen wir von 2019 an. Und M30 Spread stelle ich auf 10 standardmäßig immer, weil er halt beim Euro-US-Dollar inklusive Commission irgendwo zwischen, also 10 bedeutet quasi die 10 Zehntel Pips, also ein ganzer Pip. Und jetzt benutze ich den Optimierungsmechanismus dieses MetaTraders, um für jeden einzelnen Durchgang quasi einen Entwicklungsschritt zu ermitteln. Gut. So. Achso, das sind eventuelle Vorgaben. Müssen uns jetzt hier nicht interessieren. Gut, dann auf Test starten, so wie als wenn man eine Optimierung macht. Und
Jetzt kommen hier Ergebnisse. Ja. Ich habe jetzt bis zu 5000 Ergebnisse hier eingestellt. Man kann das auch mehr machen, wenn man möchte. Ich stelle meistens so an die 20.000 bis 25.000 ein. Gut, so, jetzt haben wir hier ein paar Ergebnisse. Eigentlich kann man schon Stopp drücken, ne? Wir kommen noch zu anderen Beispielen. Da brauchen wir auch noch mal ein bisschen Zeit. Gut, so, das Beste. Wir nehmen jetzt einfach mal nur das Beste. Das ist die Nummer 50 links. Die tragen wir jetzt hier ein. Und nehmen den Optimierungshaken raus und dann sehen wir die Performance dieses Systems. Man sieht, es gab hier einen starken Anstieg. Und ja, wie gesagt, es sind jetzt hier, wie viel waren es? Wie viele Durchläufe waren es? Das waren jetzt nur 95. Normalerweise, um richtig gute Systeme herauszufinden, braucht man schon ein paar tausend Schritte. Aber man sieht, dass es hier schon ein bisschen was gibt, ne? Zum Beispiel das hier, das hat zum Beispiel einen Profitfaktor von 1,89. Man kann ja sehr, sehr viele Systeme mal gleichzeitig laufen lassen. Von daher kann man dann halt mischen, ne? Man kann Systeme mischen, die viele Trades haben, kann man beimischen. Man kann Systeme beimischen, die einen hohen Profitfaktor haben. Man kann bei Systeme beimischen, die einen hohen Expected Payoff haben oder niedrigen Drawdown und solche Geschichten. Das bleibt dann letztendlich jedem selbst. Gut. Wir wollen ja dann irgendein System verbessern. Dann nehmen wir gleich das. Das hat relativ viele Trades. Das speichern wir jetzt mal hier ab. Dann müssen wir irgendeinen Namen uns ausdenken. Ich nenne das jetzt einfach mal Webinar 01. Dann speichert man den Spaß und der erscheint jetzt hier oben in dieser Systemübersicht. Hier kann man nochmal nach allen möglichen Werten sortieren, wenn man viele Systeme hat. Kann man dann auch hier die Seiten durchblättern oder auf ein bestimmtes Währungspaar selektieren und solche Sachen. Gut. Okay. Dieses gespeicherte System, warte mal, guck noch mal kurz in die Übersicht hier. Im Hintergrund wird die Ausgangseinstellung mit Hilfe der NavNav geändert, das hat man schon. Dies ermöglicht nun die geringste Stufe der Selbsteinmischung in die Vorgaben zur Handelssystementwicklung. Per Shuffle-Button lässt sich nun die Nachnamen auch zufällig ändern. Ne? Also man kann auch einfach sagen, hier, Shuffle, Shuffle, Shuffle. Und dann würde man andere Vorgaben nutzen. Das ist wirklich das ganz, 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 ganz einfache Prinzip. Das wird dann noch ein Stück komplexer, wenn man möchte. So, gehen wir zur nächsten Folie. Dieses Webinar ist keine Anleitung zur Handhabung des Auto-Creators. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich beschränke mich also hauptsächlich auf das Grundverständnis. Die Anleitung gibt es an anderer Stelle. So, den Entwicklungsprozess, das habe ich ja jetzt eigentlich schon gemacht. Die einzelnen Zeilen repräsentieren die Handelssysteme. Diese können nur abgespeichert werden. Das habe ich schon gemacht. So, durch Optimierungsstufe 2 und Optimierungsstufe MC kann man nun das System nochmal verbessern. Das hatte ich schon einmal erwähnt. In Stufe 2 wird einfach bloß eine Bedingung dazugefügt, um das nochmal zu verbessern. Und in Stufe MC, das steht für Monte Carlo, das kennen vielleicht manche, das ist dann die Monte Carlo Simulation. Und man nutzt dann quasi Randparameter. Zum einen kann man dadurch das System nochmal ein Stück verbessern. Oder man überprüft dadurch, ob das System letztendlich stabil ist mit den Randparametern. Gut, hier steht es ja auch, wir nehmen jetzt das erste Beispiel und führen quasi die nächste Entwicklung durch. Gut, das mache ich jetzt hier einfach mal. Ich wähle unser gespeichertes System aus. So. Gut. Nochmal zur Wiederholung, wie sah es aus? Da kann man nochmal ja das durchtesten.
Jetzt kann ich Optimierungsstufe 2 wählen. Und dazu muss ich dann hier in den Input hinein und nochmal was umstellen, dass ich jetzt quasi die Durchgänge mit Stufe 2 machen möchte. Hier kann ich die Anzahl der Durchläufe eingeben, zum Beispiel auch 25.000. Gut, und dann geht's los. Das heißt, ich weiß jetzt selber nicht, was hier rauskommt, ne? Letztendlich wird immer irgendwas produziert. Da wird nichts irgendwie wiederholt, was irgendwie funktioniert hätte oder irgendwas. Der spuckt einfach irgendwelche Systeme aus, die von der Kombination her letztendlich Sinn machen würden. Was haben wir denn hier? Was war denn das Schlechteste an dem System? Haben wir einen schlechten Drawdown gehabt? Eigentlich nicht, ne? Webinar 568er Drawdown. Müsste vielleicht gucken, ob man hier irgendwie den Profit-Faktor erhöhen kann. Der Profit-Faktor war hier bei 1,27. Wir hatten ja hier ziemlich starke Seitverläufe. Da kann es natürlich sein, dass ein erhöhter Profit-Faktor jetzt einem in der Klettung der Performance hilft. Sind wir hier bei 200? Mal kurz gucken. Ich nehme einfach mal die 196 hier. Ich stoppe. Also man kann das jetzt so durchlaufen lassen, aber man kann auch immer stoppen und die Ergebnisse bleiben natürlich dann hier. Das heißt, man kann auch auf Stopp drücken, alles Mögliche abspeichern und was sich im Surfer runterfahren und dann hat man es halt am nächsten Tag auch noch da. So. Gut, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte jetzt mal hier die 196 nehmen, weil hier auch der Drawdown schön klein ist. Dann gibt man hier die 196 ein. Gut. Hier ist das etwas mal vorhanden, aber hier rechts geht er nach oben. Man kann auch mal andere nehmen, zum Beispiel hier die 95. Gucken, wie die aussieht. Da hat man ja noch einen höheren Profit-Faktor. Da hätte man jetzt hier quasi ein System, was fast nur nach oben geht. Macht aber jetzt nicht so viele Trades. Liegt sicherlich auch an einem kurzen Testzeitraum von seit Anfang 2019. Tja, was nehmen wir jetzt, wenn wir es nochmal verbessern wollen? Ich nehme trotzdem mal die 196. Weil wir wollen ja nochmal MC testen. Der macht das ja auch nochmal eventuell besser. Gut. So, da brauche ich jetzt einen Namen. Ich nenne das mal 01B oder A. Damit ich sehe, dass das dazugehört. So, jetzt würde das hier auch oben in der Liste erscheinen. Gut, letztendlich ist das eigentlich eine schlechtere Performance, aber das interessiert mich jetzt ja erstmal nicht. Ich will jetzt hier Stufe MC machen. Also es ist weniger Profit, aber dafür ist der Profit-Faktor halt besser. Und der Drawdown ist deutlich niedriger. Das ist ja auch sehr wichtig. Weil jetzt hätte man ein sehr gutes Gewinn-Drawdown-Verhältnis. Das ist übrigens hier die Zahl PZ1 ganz rechts. Das ist eine eigene Kennzahl. Das ist einfach der Profit durch den Drawdown mal die Wurzel aus dem Profit-Faktor. Und hier sieht man eindeutig mit 7,9, dass dieses System deutlich besser performt. In dem Sinne, wenn ich dann später viele Systeme einsetze. Ne? Also wenn man jetzt nur ein System hätte oder einsetzen wollte, dann wäre sicherlich Webinar 01 besser, weil es mehr Profit macht. Wenn man aber viele Systeme einsetzen kann und dies relativ leicht managen kann, dann ist es das System mit dem PZ1 meistens besser. Gut, jetzt mache ich die Optimierungsstufe MC. Dann muss ich hier wieder hinein und dem sagen, dass ich die Stufe MC machen möchte. Gut, und dann geht's wieder los.
So, jetzt macht er im Prinzip Randparameter. Ne? Wie stark die Randparameter sind, kann man noch im erweiterten Modus einstellen. Das ist aber jetzt erstmal, wir wollen ja erstmal hier bei dem Grad der Entwicklung bleiben. So, jetzt haben wir hier eigentlich ziemlich viele Systeme, die besser sind. Ziemlich viele Systeme, die sogar besser sind in der Gesamtperformance, nicht nur im Profitfaktor. Da kann man eigentlich einmal Stopp drücken und das auswählen. So, dann nehmen wir hier mal die 18. Die ist jetzt eigentlich in allem ganz gut, ne? Der Profitfaktor passt bei 1,81. Der Drawdown ist jetzt auch nicht viel größer. Gut, ist ungefähr, was sagt der PZ1? Das ist das hier das letzte, die 8,5 ist sogar noch ein Stück besser geworden. Und dann können wir uns das anschauen. Das wäre es dann. Gut. So, also wenn man natürlich jetzt mehrere Durchläufe macht. Ich mache das ja jetzt hier innerhalb von ein paar Minuten alles nur. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit dem Audio Creator lässt, dann werden die Systeme auch noch besser als das. Gut. So, jetzt speichere ich mir das in Stufe MC ab. Dann nenne ich das dann meinetwegen 01A1. Und habe dann den ganzen Spaß jetzt hier oben. Gut. Wie gesagt, hier kann man sortieren und kann dann sagen, aha, was hatte den besten Profitfaktor meinetwegen, selektiert das und guckt dann noch einmal nach, was war denn das hier von der Performance. Na gut, das war jetzt oder so, die wir jetzt gerade hatten. Kann auch die anderen auswählen oder nach PZ1 sortieren. Gut. Ganz rechts sehe ich sogar, wenn ich jetzt hier auf den Radio-Button klicke, sehe ich auch, welche NAV-Namen ich genommen habe. Ich sehe gerade, wir waren auf NAV-Namen 8 umgesprungen, weil ich während des Prozesses eine andere NAV-Namen genommen habe. Sollte man nicht machen. Spielt aber, glaube ich, auch gar keine Rolle mehr bei den Stufe M bei Stufe 2 und MC spielt, glaube ich, NAV-Namen keine Rolle mehr. Hier sehe ich nochmal eine Handelszeit eventuell. Die NAV-Norm 6 hatte die Beimischung einer Handelszeit. Deshalb steht dann hier die Handelszeit. Zum Beispiel das System handelt von 23:20 Uhr bis 16:44 Uhr. Gut, das zur einfachsten Stufe. Was haben wir jetzt? 15:30 Uhr. Wir müssen ein bisschen beeilen. Aber Christian, hast du eine interessante Frage vielleicht? Ich wollte dir eine Frage stellen lassen. Bislang ist es so, dass schon mehrfach gefragt wurde, ob wir es aufzeichnen, weil es relativ viel Input ist, was du natürlich abspulst. Mit dem Wurzel, also mit dem Ergebnis, jetzt habe ich das PSZ, war das, glaube ich, ne? Wo du die PZ1. Einzel PZ1, genau. Da müssten wir dann nochmal separat so eine Erklärung nachschießen. Machen wir vielleicht in so einer Art Serie am besten mal, weil natürlich das teilweise kryptisch ist und die Zuschauer da nicht so folgen können. Aber um die Frage zu beantworten, wo die jetzt mehrmals kam, ja, wir zeichnen das auf und ihr könnt euch das dann in aller Ruhe nochmal inhalieren. Schrägstrich, wie gesagt, dann auch sicherlich direkt Kontakt auch mit dem Sebastian noch aufnehmen, wird uns am Ende da auch nochmal die Möglichkeit geben, zum Newsletter-Hinweis, wenn da konkrete Fragen bestehen. Aber das erstmal so am Rande. Konkret jetzt zum Tool, zur Anwendung eigentlich nicht. Die Frage, die sich hier auch auftat, ist das Tool auch zum MetaTrader oder für den MetaTrader 5 geeignet? Gerade in dem Moment habe ich es noch nicht fertig. Ah, Aber das wird es okay. dann wohl auch in MT5 auch geben. Sehr gut. Also das waren jetzt die Fragen letztlich. Gibt es Aufzeichnungen, weil viel Input und der rote Faden bei dem einen oder anderen schon gerissen ist? Und dann eben die Frage, ob das MetaTrader 5 ist. Ansonsten alles gut, keine Das weiteren ist hier der Fragen sozusagen. MT4. Ah, genau. Also hast du ja schon beantwortet. MT4 hast du ready und MT5 ist praktisch in Produktion. Na gut. Dann mache ich weiter.
Gut, okay, so. Erstes Beispiel war das. Wir sind jetzt die Monte Carlo durchgegangen. Der Entwicklungsbegriff. Viele verwechseln das immer mit einer Optimierung, ne? Also an der Schadensteuerung verwende ich den Begriff Optimierung. Das hätte ich mal in Entwicklung benennen sollen. Weil eigentlich wird hier nicht die Optimierung, das ist ja keine Optimierung in dem Sinne, sondern jeder einzelne Schritt der Optimierung ermöglicht quasi eine Fertigstellung eines Systems. Ne? Also ich musste irgendwie dem Autocreator sagen können, dass er was entwickeln soll, und dafür benutze ich halt einfach diesen Optimierungsmechanismus. Ne? Also das System wird quasi nicht, hier wird nicht ein System oder mehrere Systeme, ich nehme hier nicht 15, 10 Systeme, die dann optimiert werden, sondern der versucht immer durch neue Kombinationen von Indikatoren, Filtern und anderen Regeln ein Handelssystem zu erstellen, ne, mit dementsprechenden Parametern. So, jetzt gehen wir auf den nächsten Grad, die nächste Stufe der Entwicklung. Das nenne ich hier erweiterte So, jetzt ist der Ton weggebrochen. Lieber Sebastian, jetzt bist du Modus, die disconnect. Beimischung. Hörst du mich? Ganz kurz, du musst noch mal ein Gut. paar Sätze Der erweiterte zurück, lieber Modus ermöglicht Sebastian. nur. Denn ich glaube, es hakt gerade ein bisschen. Was ist denn jetzt falsch gegangen? Ich würde sagen, die letzten 20 Was Sekunden hakt? warst du nicht zu hören. Das heißt, der Ton ist weggeknickt und du warst gar nicht zu hören. Was habt ihr gehört? Hast du erweiterte Modus Beimischung gehört? Nee, da war es schon weg. Also geh nochmal, Hallo? sag mal, gute 30 Sekunden zurück. Vielleicht hakt dein Das mit Headset, dem ich weiß es nicht. Entwicklungsbegriff, habt ihr das gehört? Ich habe es eigentlich getestet gehabt. Ja, es hakt. Es kann auch an der Internetverbindung liegen, also es hakt ein bisschen. Am besten nochmal 30 Sekunden zurück und nochmal abspulen. Jetzt hat der Joachim gefragt, wie er das Tool bekommen kann. Der liebe Sebastian wird dann nochmal eine Newsletter einblenden, beziehungsweise wir werden in der Aufzeichnungs-E-Mail auch hier sozusagen den Link mit einbauen. Das mal in Vorfarb. Und ja, liebe Maria, jetzt hast du den roten Faden gefunden. Ab Beimischung waren wir weg. Abbeimischung. Gut, sehr Danke, schön. Maria. So, gut, Beimischung. Ja, der erweiterte Modus ermöglicht nun selber in die Entwicklung der Systeme einzugreifen. Ne? Ich hatte gesagt, es gibt verschiedene Stufen der Eingreifung in diese Entwicklung, und die Beimischung ist quasi die nächste. Jetzt gibt man quasi einen prozentualen Wert ein, und für was ich das eingebe, zum Beispiel für die Handelszeit, wird dann quasi dieser Anteil beigemischt. Alle Theorie ist immer besser an einem Beispiel erklärt. Jetzt erst nochmal, was kann man einstellen? Zum Beispiel Take Profit, Stop Loss. Int Entry Exit bedeutet, dass wenn für den Einstieg ein bestimmter Indikator verwendet wird, zum Beispiel RSI oder Bollinger Bänder, dann wird dieser auch für den Ausstieg verwendet. Ansonsten würde man einfach alles irgendwas mischen. Dann gibt es noch Exit zyklisch, antizyklisch, dass wenn der Einstieg zyklisch ist, dass er auch am Ausstieg zyklisch ist. Ansonsten könnte man auch mischen. Ganz bestimmte Systeme sind mit einer größeren Mindesthaltezeit erst richtig profitabel. Das habe ich auch immer schon relativ früh entdeckt, dass viele Systeme sich so verhalten. Wenn man die Position nur ein Stück länger gehalten hätte, wäre ein deutlich größerer Profit entstanden. Aber auch bei Systemen, die einen zyklischen Einstieg haben und einen antizyklischen Ausstieg, ist eine Mindesthaltezeit vonnöten. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel zyklisch, was heißt denn zyklisch zum Beispiel? Wenn ich mit einem RSI über 70 Long einsteige, und aber ja auch wieder mit über 70 raus will, dann brauche ich eine Mindestteilzeit. Das ist halt kann eine sehr wichtige Komponente sein. Die Perioden kann ich dann auch noch einstellen. So, machen wir mal ein Beispiel. Diesmal gehen wir mal auf H1. Und da kann man Backtest ein bisschen weiter zurück machen.
weil wir nicht so viele Balken haben. So, Euro-US-Dollar, H1. Gehen wir mal zurück auf 2017. Was haben wir noch? Kleine Perioden wegen H1. Das heißt, ich wähle. Achso, ja, ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, wie der aussieht. Der erweiterte Modus. Da gibt es hier einen Button. Da drückt man drauf und dann kommen weitere Optionen. Gut. Und wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, das sieht man hier alles auf Seite 1. Ne? Also den TP und SL. Int, Entry-Exit. Entry-Exit, zyklisch, antizyklisch, Handelszeiten, Mindesthandelszeit und hier die Perioden. Ich habe hier gleich die Möglichkeit gemacht, dass Sie immer Fibonacci-Perioden oder Fibonacci-Perioden beimischen können. Genau, wenn man Fibonacci mag, ich kann es eigentlich auch ganz gut leiden, dann nimmt man nicht immer irgendwelche Perioden. So. Wie gesagt, kleine Perioden auswählen. Und haben gesagt, 50% bei Entry Exit. Dass man quasi für Einstieg und Ausstieg dasselbe verwenden. Man kann auch 100 machen. Bei 100 wird das bedeuten, das Prinzip wird immer genutzt. Gut, dann wähle ich jetzt hier mal die Optimierung aus. Dann müssen wir hier oben wieder den Durchgang auswählen. Und dann starten wir mal. So. Gut. Also wie gesagt, ich will jetzt hier noch nicht die absoluten Supersysteme zeigen, sondern zeige mehr oder weniger nur, was er kann, ne? Der Audio Creator. Also dass man das so machen kann, dass man es auch auf eine andere Art und Weise machen kann. Gut. So, wir wollen hier nicht sehr lange drauf warten. Was ist jetzt das Beste? Die 405 hat einen geringen Drawdown und einen relativ guten Profitfaktor bei vier Trades. Man könnte jetzt natürlich auch die 47 nehmen, weil die den höchsten Profitfaktor hat. Ist am Ende egal. Wir wollen das jetzt nicht nochmal speichern, weil ich muss mich hier ein bisschen sputen, dass wir das hier alles noch schaffen. Also man könnte das jetzt speichern. Machen wir es einfach mal. Wir könnten es jetzt speichern und sagen, theoretisch können wir uns sagen, so, ich habe es gespeichert, dann ist es hier oben in der Liste und dann kann ich es irgendwann mal später verbessern. Gut, das zur Beimischung. Wir kommen dann noch zu interessanteren Methoden, wo man das dann speziell einstellen kann. Von daher mache ich erstmal das nächste Beispiel, bevor ich dann wieder Fragen zulasse. So, der Fragezeichen-Button. Dieser gibt Ihnen eine kurze Erklärung für das angeklickte Feld. Das heißt, der Fragezeichen-Button ist jetzt nicht unbedingt eine komplette Anleitung, aber wenn man einmal die Anleitung durch hat, dann wird hier immer schön aufgefrischt. Ich habe das jetzt hier auf der rechten Seite den Fragezeichen-Button. Jetzt klicke ich irgendwas an. Zum Beispiel hier die kleinen Perioden. Und dann gibt es hier eine Erklärung dazu, ne? Oder Handelszeiten. Und dann gibt es halt hier eine kurze Erklärung dazu. Ne? Auch wenn ich jetzt hier oben auf ein bestimmtes Feld drücke, zum Beispiel die Optimierungsstufe oder Einzelstufe, es gibt immer eine kurze Erklärung dazu, zu dem, was ich da gerade mache. Das heißt, man bekommt nochmal ein Video dazu, das mehr wie eine Anleitung ist als das hier. Das ist ja mehr eine Präsentation. Man hat Videos, man hat dann noch PDF-Dateien und genau, und diesen Fragezeichen-Button, um quasi schnell aufgefrischt zu werden. So. So,
So, jetzt kommen wir zum spezifischeren. Das heißt, ich kann jetzt noch exakter in die Vorgaben eingehen. Und da ist jetzt die Hauptseite, Seite 4. Und jetzt gibt es die ganzen Optionen hier. Also einen exakten Bereich von Take Profit, Stop Loss, eine genaue Handelszeit, die Anzahl der Filter kann ich bestimmen. Das ist immer das Keep It Simple Prinzip. Ne? Also ich kann Grundeinstellungen sind mehrere Indikatoren. Ich kann aber auch sagen, dass ich zum Beispiel auf einen Filter oder überhaupt gar keinen Filter beschränken will. Ne? Je nachdem, wie stark man das Keep It Simple Prinzip bevorzugt. Man kann auch das mischen. Ne? Also System mit mehreren Filtern, mit weniger Filtern. Gut. Dann kann ich hier nochmal gucken. Zyklische und antizyklische Einstiege und Ausstiege. Das kann ich jetzt nochmal ganz konkret bestimmen. Ich kann sagen, ich will zum Beispiel nur zyklische Einstiege, nur zyklische Ausstiege. Und dann baue ich halt ein paar Systeme damit und dann sage ich, ich will dann nur antizyklische Einstiege, nur antizyklische Ausstiege. Und dann mische ich halt die Systeme bei. Und dann habe ich halt Systeme, die im Prinzip in jeder Phase irgendwie Gewinn machen. Falls sie denn für sich alleine logischerweise zumindest einigermaßen ein bisschen Gewinn machen würden. Oder man sagt halt, wie ich vorhin schon sagte, nur zyklische Einstiege und nur antizyklische Ausstiege. Also man kann das ja kombinieren, wie man möchte. So, die Mindesthaltedauer kann man jetzt hier nochmal ganz konkret selbst in Minuten oder in Balken angeben, von bis eine Spanne. Was ist mit einer Spanne gemeint, wenn ich jetzt zum Beispiel sage 10 bis 20? Dann verwenden halt Systeme, manche Systeme, meinetwegen 10 Balken, ein anderes nimmt 15 Balken, das andere 13, das andere 20. Also man ist dann quasi in diesem Bereich. Das ist ja dasselbe hier oben wie bei einem TP. Ich kann sagen, du sollst ein TP haben von, keine Ahnung, von 25 bis 50. Ne? Jedes System für sich gesehen hat jetzt natürlich wieder seinen eigenen TP. Aber man gibt halt die Spanne vor, die das System haben soll. Exakter Bereich der Perioden. Ne? Wenn ich jetzt nichts drunter verstehe, was klein, breit, was wenig, kleine Perioden, mittlere Perioden oder große Perioden sind, dann sage ich halt so, ich will ganz konkret kurzfristige Perioden, meinetwegen von 5 bis 10 haben. Ne? Und hier könnte ich nochmal sagen, ja, das soll immer Fibonacci-Perioden sein. Was ja dann nur noch 5 und 8 wäre in diesem Bereich. So, und die Abweichung der Monte-Carlo-Stufe. Ne? Wir hatten ja vor uns hier diese Optimierungsstufe MC gehabt, die die Randparameter nimmt. 25 bedeutet jetzt, dass die Abweichung bis zu 25% geht. Das bedeutet, habe ich jetzt eine Periode von 20, dann weicht die halt. Dann ist 25% Abweichung ist quasi 15 bis 25. Gut, das dazu. Dann haben wir noch Seite 2 bis 3. Und das ist im Prinzip, da habe ich jetzt keine Zeit, so genau drauf einzugehen. Das sind die Indikatoren für Einstieg und Ausstieg und die Filter, die quasi dem System beigemischt werden. Ich habe sehr viele eigene Indikatoren und Filter. Und jetzt kann ich hier sagen, ob ich das jetzt grundlegend abschalten möchte oder ob ich das höher gewichten will. Was bedeutet höher gewichten? Wenn ich die 502 hochgewichte, bedeutet das, es wird häufiger beigemischt. Wenn ich jetzt nur einen einzigen nehmen würde, nur einen einzigen, zum Beispiel die 501 nur ankreuze, dann würde immer nur die 501 gewählt, genommen werden. Ja, klar. Auf die Indikatoren und Filter kann ich ja nicht groß so großartig eingehen, weil uns da die Zeit nicht reicht. Das könnte man in einem anderen Webinar machen. Gut. So, dann wollte ich jetzt mal schnell ein nächstes Beispiel machen. Eine Gegenüberstellung. Wir stellen jetzt mal selbst Sachen ein. Dann nehmen wir wieder den Euro-US-Dollar M30. Stellen wir wieder hier alles auf Null. Wir nehmen den Euro-US-Dollar diesmal, wie immer, M30. Was habe ich noch gesagt?
handeln von 15 bis 1955. Das soll so ungefähr die amerikanische Zeit da darstellen. So, von 15 Uhr bis 19:59 Uhr. Na, viele denken ja immer, die Handelszeit ist trendig. Heißt aber nicht unbedingt, dass zyklische Handelssysteme besser sind. Ne, es ist auch eine große Lehre, wenn man viele Systeme kennt. Nur weil Märkte für allgemein zyklisch gelten, heißt das nicht unbedingt, dass antizyklische nicht funktionieren würden. Gut. So, wir nehmen jetzt nur zyklische Einstiege und Ausstiege, weil wir es am Ende nochmal drehen wollen. So, zyklische Einstiege, zyklische Ausstiege. Und wir nehmen eine Periode von 10 bis 30. Gut, hier 10 bis 30, das sind so mittlere Perioden darstellen. Gut, was haben wir jetzt hier oben? Brauchen wir den Optimierungshaken. So, dann müsste man eigentlich schon loslegen können. Wir haben das hier aktiviert. So, jetzt haben wir eine Handelszeit drin. Das heißt, wir können ruhig von 2017 aus starten. Das müsste jetzt hier relativ fix gehen, weil er ja nur in dieser kurzen Zeit jetzt die einzelnen Durchläufe macht. Gut, so, jetzt haben wir zyklisch, ne? Habe ich gesagt. Und dann wollten wir ja mal gucken, wie dasselbe antizyklisch aussieht. Ich hoffe mal, wir können so ein bisschen 5 Minuten überziehen oder so. So, jetzt haben wir hier einige. Warten wir wenigstens mal bis 100 ab. Machen wir mal circa 100. Und stopp. So. Naja, man hat schon einige gefunden. Ne? Aber hier 500. Über 500 sind es 4. Mal gucken. Na gut, bei so einem kurzen Durchlauf ist es jetzt noch nicht so repräsentativ. Der hat aber hier keinen großen Profitfaktor gefunden, bei denen die mehrere haben. Mal sehen, wie es antizyklisch ist. So, jetzt wechseln wir den ganzen Spaß. Das kann man ja auch machen, wenn irgendein System total scheiße läuft. Dann sagt man halt, dann mache ich halt das Gegenteil. Warte mal, mal ein Reset durchlaufen kurz. So, antizyklisch. So, jetzt haben wir hier schon mal ein System, das deutlich besser performt als das zyklische. Also wie gesagt, man darf nicht so voreingenommen sein mit zyklischen Märkten und antizyklischen Märkten. Als wir angefangen haben zu traden, da hieß es, der Forex-Markt wäre total zyklisch. Was ist passiert? Man konnte Geld drucken mit der umgedrehten Strategie. So. Das hier. Jetzt haben wir schon ein paar Systeme, die deutlich besser sind. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt antizyklisch hat vielleicht ganz leicht gewonnen. Gut, okay, die 7 ist ja mit das Beste. Gucken, wie das aussieht. Ah, kann man noch verbessern, eventuell mit einer weiteren Stufe. Gut, so. Was habe ich jetzt noch alles? Eigene Strategien. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit nach Fragen. Wir müssen dann nach der nächsten Sache Fragen stellen lassen. Gut. So, Indikatoren und Filter. Sie profitieren von meiner technisch-analytischen Entwicklung. Der Audio Creator enthält zahlreiche neue Indikatoren und Filter. Also die kennt man so am Markt nicht. Hier geht es darum, den Markt nach neuen Kriterien zu scannen. Ein Indikator kann nur selten grundlegend im Vorhinein als zyklisch oder antizyklisch bezeichnet werden. Es kommt auf andere Bedingungen an, ob dieser sich als zyklisch oder antizyklisch entpuppt. Ne?
Also ich kann exakt denselben Indikator nehmen, meinetwegen den RSI oder den Moving Average oder irgendwas, und kann daraus ein zyklisches System machen. Ich kann dann aber auch mit anderen Sachen ein antizyklisches System draus machen. So, jetzt kommen wir zu einer wichtigen Sache, die ich jetzt nochmal zumindest ansatzweise erklärt haben wollte, und zwar eigene Strategien nutzen. Haben Sie eventuell eine eigene Strategieidee? Man kann nun mit dem Auto-Creator Sie da vorstellen. Also mit der Vorstellen meine ich, ich sage zum Beispiel, wie ich hier schreibe, wir nehmen die Donchian Channels und sagen, wir wollen das zyklisch machen. Das heißt, der Kurs bricht über den Channel aus und wir steigen ein. Jetzt kann ich da diese konkrete Sache nehmen und das vor diesen Auto-Creator stellen und mit dem Rest des Auto-Creators dann verschiedene Systeme daraus erstellen lassen. Dann kann ich zum Beispiel auch immer prüfen, ist es denn eher zyklisch besser oder ist es eher antizyklisch besser in der Zeit? Oder man kann auch einen abstrakten Ausdruck verwenden, wie zum Beispiel, ich will einen starken Trend. Zum Beispiel, wie wir vorhin hatten, 15 bis 1959. Dann sage ich, wir hatten jetzt ermittelt, dass es antizyklisch vielleicht sogar ein ganz kleines Tick besser ist. Jetzt kann ich aber noch sagen, ich will nur mit einem starken Trend die Systeme erstellen. Was macht er denn dann? Was ist dann besser? Ne? Und das kann ich dem noch davor stellen und ihm sagen. Der Rest des Auto-Creators kann nun aus Ihrer Idee ein erfolgreiches System oder mehrere Systeme kreieren. Er fügt also die ganzen Bedingungen wie zusätzliche Indikatoren, Filter und Handelszeiten hinzu. So, mein Beispiel. Wir nehmen den abstrakten Ausdruck. 1353, na gut. Ich nehme mal den abstrakten Ausdruck. Das ist hier ein ADX. Wir sagen einfach, dass der 21er ADX über einem bestimmten Level liegt. Und ist das hoch genug, dann gehen wir mal zu der Seite. Nehmen jetzt mal Euro-US-Dollar im 15. Euro-US-Dollar im 15, habe ich gesagt. Handelszeit 8 Uhr bis 19:59. 18 bis 19:59. Zyklische Einstiege und Ausstiege, Periode 20, 10 bis 30 bleibt. Das heißt, zyklische Einstiege und Ausstiege, nicht 18. Was ich gesagt, 8. 8 Uhr. Also quasi so die normale Tageszeit. Gut, und ich sage ihm jetzt, dass er davor sagen soll, nehme nur trendige Märkte. Ich habe jetzt hier einfach den ADX genommen als Trendindikator. Das ist ja so ein Relativ-Trendindikator. Da gibt es auch noch bessere. Ist aber am Ende erstmal wurscht. Der repräsentiert einfach nur den starken Trend. So. Und dann sage ich ihm, dass er das nutzen soll. Ne? Also er soll jetzt hier. Das wäre dann für Sie etwas einfacher in der Anwendung. Ich mache es jetzt mal so schnell. Ich sage jetzt, nimm Webinar ADX und dann lege los. Und jetzt erstellt er nur Systeme, wenn der Markt stark zyklisch ist, wenn der Markt einen starken Trend hatte. Ne? Also wenn ein Markt schon einen starken Trend hatte, heißt das ja nicht unbedingt sofort, dass der Trend weitergeht oder dass er umdreht. Ne? Das muss man halt mit einem geschickten System dann herausfinden, wie man die Sache handelt. Und ja, jetzt ist hier eventuell, na, gehen wir mal 100 durch. Das dauert alles eine Weile. Ah, es dauert jetzt hier zu lang. Warte mal. Stopp. So. Ja, na gut, wir hätten jetzt hier zum Beispiel ein System, das ist natürlich vom Profit-Faktor her so gut. Aber es scheint so, als wenn die antizyklische Variante dann hier wieder besser ist. Ne? Nehmen wir dann antizyklisch.
So. Gut. Ich hätte jetzt hier noch ein zweites Beispiel, wo ich einfach die Balkengröße verwende. Dass ich sage, handle nur nach einem großen Balken. Mal, wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten. Mal, jetzt haben wir hier 40 Durchgänge. Ein paar Minuten haben wir noch. Hier, es sieht schon stark so aus, als wenn die Antizyklik hier auch siegt. Ja, wir haben deutlich mehr positive Systeme. Gut, so. Die durchschnittliche Balkengröße. Euro-SDM 50, ich lasse das jetzt hier einfach mal so. Da haben wir auch keine Handelszeit. Deshalb wollte ich die Zeit ein bisschen verkürzen. So, nehmen wir die Handelszeit raus. Ich gebe es nochmal neu ein. 10 bis 30. Nur antizyklisch. Wir wollen nach großen Balken aussuchen. Dann kann ich noch mal kurz ein Chartbeispiel zeigen. Jetzt heißt das Ding Webinar Candle. Aber das ist letztendlich eigentlich auch bloß ein weiteres Beispiel. Also die Zeit reicht mir jetzt hier nicht mehr. Dann sucht er halt Systeme raus mit großen Balken. Die sind übrigens sehr gut, um so einen Tipp zu geben. Mehr. Da sehen wir nicht nur Ergebnisse, sondern normalerweise, wenn ein Balken sehr groß ist und der Trend ist schon gut gelaufen, zählt das oftmals sogar eher für die Antizyklik. So. Gut, wir haben bloß noch ein paar Minuten. Wir können also die eigene Strategie davor stellen. Man kann natürlich jetzt auch komplexere Bedingungen wählen. Und das kann alles Mögliche sein. Wir können irgendwelche Ranges nehmen, bestimmte Zeiten, sonstiges. Das kann aus vielen Bedingungen bestehen, wie ein normales Handelssystem auch, ne? Und da stellt man davor und dann sucht der Autocreator halt was heraus. Gut, was dann mit Kombination anderer Bedingungen funktioniert. Hier nochmal die Wiederholung. Das heißt, wir hatten ja diese 5 Stufen. Einfach nur die normal am Anfang die Entwicklungsstufe 1 und die Nachnamens. Dann weitere Entwicklungsstufe 2 und MC. Dann den erweiterten Modus der Beimischung. Dann das Spezifischere, zum Beispiel, was man jetzt hier auf Seite 4 hat, was wir jetzt hier die ganze Zeit machen. Und dann halt als letztes das davorstellen. Na, und im Prinzip bleibt jetzt für jeden, ob man jetzt nun sehr einfach, weil es nicht so viele Vorstellungen von Handelssystemen hat, dann lässt man den Autocreator das meiste machen. Hat man genaue Vorstellungen, kann man jetzt in verschiedenen Stufen eingreifen. Gut, das Fazit dazu. Ach so, ich wollte ja vorher noch mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man das dann live handelt. Im Prinzip ist das so, dass man einen Chart öffnet und dann sagt man so, ich möchte das System, das System, das System und das System, kann den noch einzeln aktivieren, wenn ich möchte, kann noch bestimmen, wie groß die Lot Size ist und solche Geschichten. Und dann ordnet man das irgendeiner Gruppe zu. Und dann weiß das System, aha, der Chart, der hier offen ist mit dem Autocreator, der soll das handeln, was ich hier quasi in dieses mittlere Panel, in die mittlere Übersicht geschoben habe per Use. Ne? Use heißt ja nichts anderes als Nutze. Das englische Wort genommen, weil Nutze nicht mehr hinpasst. Nee, ne. Versteht, glaube ich, jeder. So. Gut. Und beim nächsten Chart
ordnet man dann halt die Systeme einer anderen Gruppe zu. Und gibt es dann nochmal Hauptschalter, Gruppe festschalten, Gruppe einschalten, ne? Das heißt, Sie können jetzt hier, wenn mehrere Charts sind, einfach sagen, so, ich schalte mal schnell die Gruppe aus. Man kann die auch ruckzuck per Button deaktivieren. Ja, man hat ja dann auch die Möglichkeit der Performance. Also wenn die jetzt Trades gemacht hätten, der würde jetzt hier von jedem System, was man hier links hat, steht rechts der Profit und die Anzahl der Trades. Kann man auch sehr schnell herausfinden, ob das System gerade funktioniert hat oder nicht. Gut, dann zum Fazit. Hier habe ich mich relativ kurz gefasst. Wichtig ist mir immer gewesen, eine große Diversifikation. Das heißt, man kann zahlreiche Systeme auf einmal nutzen. Es ist sehr ruckzuck. Ruckzuck hat man ja 10 Systeme drin und man hat die Übersicht auf einem Chart. Man sieht ja sofort, was da gerade läuft und zu welchem Risiko. Was auch wichtig ist, antizyklische und zyklische Systeme gleichzeitig. Wenn man lieber manuell handelt, kann man sich mit Automatik immer einen guten Grundstock nebenbei aufbauen. Man hat bei automatischen Sachen eine geringere psychische Beeinflussung. Und man profitiert natürlich hier von zahlreichen neuen Indikatoren und Filtern. So, das dazu. Mein Ausblick. Sie können sich ja für meinen Newsletter bei meinem Newsletter anmelden. Hier unten die Adresse. Die wollte, glaube ich, Christian nochmal zusenden auch. Und dann wären wohl auch demnächst weitere Themen möglich, wie neue Candlestick-Analyse, neue Fibonacci-Analyse, GAN-Analyse, neue Indikatoren. Und einiges oder vieles davon wird dann auch da im Autocrater dann nutzbar sein. Ich wollte nochmal hier auf meine Programmierdienstleistung hinweisen. Falls Sie irgendwelche Ideen haben und diese gerne umgesetzt haben möchten, kann ich Ihnen da einen kostenlosen Kostenvoranschlag machen. Und andere Produkte habe ich auch noch, wie den All-in-One. Den hatten wir am Anfang kurz erwähnt. Das ist das, was eigentlich ein Expert-Builder ist. Das geht auch ohne Programmierkenntnisse. Aber da muss ich dann genau davor stellen, wie sieht die Bedingung ganz konkret aus. Ne? RSI kleiner 30 rein, groß über 70 raus, Bollinger Bänder unten rein, oben wieder raus oder irgendwas anderes. Da muss ich dann genau vorgeben, was ich dann letztendlich da einstelle. Genau, also zu diesen Themen wären weitere Webinare hier bei JFD möglich. Sie können mir ja schreiben, für was Sie sich interessieren. Und das meiste, damit würde ich dann halt als nächstes beginnen. Also das, was die meisten Likes oder wie man es heutzutage nennen möchte, bekommt, das wird dann als nächstes stattfinden. Sehr gut. Fast on the point, würde ich sagen, lieber Sebastian. Danke. Ich habe nur zwei, drei Stimmen jetzt noch, Fragen, nicht direkt, aber ein Stück weit Unklarheit. Sozusagen, also der eine oder andere ist sozusagen ausgestiegen, sozusagen von der Verständnislogik her. Dem war das ein Stück weit nicht, sage ich mal, mehr nachvollziehbar. Der eine Kamerad Ludwig in dem Fall fragt, ob er der Einzige ist, der vor einem Scheunentor steht. Es war natürlich ein Stück weit kryptisch und auch wirklich, sage ich mal, auch wenn man keine Programmierkenntnisse hat, ist sicherlich jetzt auch im ersten Moment vielleicht nicht so direkt aufzunehmen. Deswegen gibt es ja auch die Aufzeichnung, wo man das direkt nochmal rückspult, nochmal in der Tiefe beobachten kann. Ansonsten hat ja natürlich Sebastian auch hier dargeboten, mit ihm in Kontakt zu treten für die eine oder andere Entwicklung. Und für die ein oder andere Tätigkeit, beziehungsweise eben Algo-Programmierung. Ich habe auch selber schon gute Erfahrungen mit dem lieben Sebastian gemacht. Ist natürlich immer ein fortwährender Prozess, wenn man Algorithmen entwickelt, aber das hat er drauf. Ich denke auch, das konnte er vermitteln. Und ansonsten würde mich natürlich auch definitiv freuen, wenn ihr uns Feedback gibt zum heutigen Webinar, zu den Themen, die jetzt der Sebastian hier noch angeschlagen hat. Beziehungsweise, was hat euch gefallen, nicht gefallen, beziehungsweise, was wollt ihr noch wissen? Speziell, welche Themen würden euch interessieren? Und das wäre natürlich am Ende des Tages genau das, worum es geht. Und insofern, wenn jetzt
in den nächsten Sekunden keine weiteren direkten Fragen kommen, wären wir eigentlich schon mal durch mit dem heutigen Paket. Jetzt warten wir kurz ab. Ansonsten soweit auch bei dir alles gut gelaufen zum Auftaktswebinar in vielerlei Hinsicht. Wie hast du dich gefühlt, lieber Sebastian? Ja, am Anfang schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Hast ja Dann auch nicht nur aber. vor drei Leuten gesprochen, sage ich mal. So war es ja nicht. Ja, das, so eine große Bühne hatte ich noch nicht, aber am Anfang meiner Karriere, wenn man das mal so nennen darf, also seit meiner Selbstständigkeit, da habe ich die Seminare ja direkt vor Ort gehalten. Das ist dann manchmal noch unangenehmer, aber wenn man dann einmal die Routine hat, dann macht es eigentlich auch Spaß. Ja, da bin ich aber überzeugt von. Absolut. Wie gesagt, es war sicherlich auch trotz dessen, dass man ohne Programmierkenntnisse hier sozusagen seine Systeme testen kann, verschiedene Systeme testen kann, auch da entsprechend aufsetzt, Vor- und Nachteile definieren kann, verschiedene Risikokennzahlen definieren kann, sicherlich trotzdem nicht für jetzt sage ich mal jemand, der völlig unbedarft ist, in erster Linie gleich nachvollziehbar. Dafür aber, wie gesagt, bieten wir die Aufzeichnung an Schrägstrich du hier auch nochmal deine Kontaktadresse, die wir auch einbauen werden, in den Mailer. Und dann würde ich sagen, haben wir doch den Auftakt gut verbracht. Dann sage ich erstmal allen Teilnehmern an der Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Insbesondere danken wir Sebastian dafür, dass er heute uns die Ehre gegeben hat. Und wir freuen uns auf entsprechendes Feedback. Lieber Ludwig, wenn du hier und da vielleicht den einen oder anderen, ja, Inhaltspunkt für mich hat oder auch Udo zum Beispiel, Er kann wo mir es gerne jetzt eine darum E-Mail geht. schicken oder wir können auch gerne mal telefonieren drüber. Das kann Ja, man oder alles. aber generell auch für Webinare, was wir jetzt sozusagen da noch besser machen könnten, um das Verständnis von sozusagen deinen Skills noch besser zu transportieren. Wie gesagt, es war ein Auftakt-Webinar, ein schöner Workshop. Wie gesagt, das Tool in seiner Funktionalität sicherlich nicht anzuzweifeln. Hier geht es aber eben darum, dass man natürlich trotz alledem mit gewissen Bedienelementen zurechtkommen muss. Die Abkürzungen, wie gesagt, waren hier und da vielleicht ein Stück weit kryptisch für den Einsteiger, aber das gilt es ja eben aufzulösen. Deswegen würde ich mich da gern freuen oder würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns gern da einiges an Info und Feedbacks zukommen lasst. Die E-Mail-Adresse schicke ich auch nochmal in den Chat rein und dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich für heute geschafft, lieber Sebastian. Wunderbar. Ich danke dir auch nochmal. Gern geschehen. Und ja, also ich würde auch, ich kann auch die Fragen telefonisch beantworten, also so ist es nicht. Super, also ein Service noch und nöcher. Insofern weiß ich das sehr zu schätzen, dass du da an der Stelle hier auch dann natürlich dem einen oder anderen Kunden, der jetzt mit Fragezeichen dasteht und nicht viel mehr Kunden, sondern Webinar-Teilnehmer, da auch persönlich zur Seite stehst. Ansonsten Feedback, wie gesagt, immer wieder erwünscht, liebe Leute. Was können wir noch machen? Gerade zur zukünftigen Auswahl von Themen würden wir uns freuen. Und in diesem Sinne. Hier die E-Mail von unserem Kundenservice.de hinten dran gehangen, damit wir da auch den richtigen Empfänger finden. Und dann lassen wir doch den Tag so langsam ausklingen, lieber Sebastian. Vielen Dank, wie gesagt, für deine Zeit. Und wir schließen uns kurz. Wir hören uns alle wieder, spätestens morgen zum Devisenradar, Schrägstrich, ich und der Sebastian ohnehin in Kürze, Schrägstrich, vielleicht wir alle wieder bei einem der nächsten Webinare. In dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Donnerstagsausklang und auf bald so oder so. Wünsche ich euch auch. Tschüss. Danke. Tschüss.